Okay, dann steigen wir ein ins Arbeitsrecht und wir sehen in unseren Unterlagen zunächst einmal eine sehr grobe Strukturierung. Ich nenne das auch die Strukturzahl. Ja, die erste Strukturzahl, die uns hier begegnet, ist 2. Sehen Sie das? Ja, das ist die Unterteilung in, bitte notieren, individuelles und kollektives Arbeitsrecht. Individuelles und kollektives. Individuell heißt der Einzelne. Ja, der einzelne Arbeitnehmer, das ist individuell, der einzelne Arbeitnehmer. Also, die Kündigung des Herrn X ist individuelles Arbeitsrecht. Und kollektives Arbeitsrecht hat zu tun mit Gruppen, wenn Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber gemeinsam auftreten. Also zum Beispiel Streikrecht, Tarifvertragsrecht ist kollektives Arbeitsrecht. So, und jetzt machen wir uns noch einen Pfeil, so einen gebogenen Pfeil vom Kollektiven zum Individuellen. Denn das Kollektive beeinflusst das Individuelle. Ja? Tarifvertragsrecht beeinflusst die Kündigungsfristen des einzelnen Arbeitnehmers. Ja, machen Sie ein bisschen so einen gebogenen Pfeil. Ja, vom Kollektiven zum Individuellen, um uns zu visualisieren, dass kollektives Arbeitsrecht, wie zum Beispiel Tarifvertragsrecht, die Kündigungsfristen des einzelnen Arbeitnehmers beeinflussen kann. Also, wenn der Arbeitnehmer X gekündigt wird oder kündigen will, ist das individuelles Arbeitsrecht. Aber wenn der in seinem Arbeitsvertrag drinstehen hat, die Kündigungsfristen sind im jeweils gültigen Tarifvertrag geregelt, haben wir einen Einfluss des kollektiven Arbeitsrechts. Klar? So. Strukturzahl also zunächst einmal 2. Ja? Arbeitsrecht ist individuelles und kollektives. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.